Hallo, schön, dass ihr wieder eingeschaltet habt. Heute gibt es ein neues Video und auch ein neues Format. Also sowas habe ich noch nicht gedreht. Es ist kein klassisches Food Diary. Es ist aber auch mehr als ein What I Eat in a Day. Aber ganz spezifisch, ich zeige euch heute 10 Frühstücksideen, beziehungsweise habe ich die Kamera einfach mitgenommen über die letzten Wochen und teilweise Monate. Ich glaube, der erste Videoclip war vom Mai. Da erzähle ich irgendwas über das Wetter, wie schlimm das Wetter im Mai ist, ist gleich der im November. Ja, wir sind im Juli und es ist immer noch der gleiche Fall. Aber gut, darum soll es gar nicht gehen, sondern einfach über Inspiration für euch, für euer Frühstück. Ich gucke diese Videos super, super gerne. Nicht nur Frühstück, sondern auch für Mittag oder Abendessen. Also wenn euch dieses Format gefällt, kann ich das auch gerne mal mit Mittagessen oder mit Abendessen machen. Und ja, schreibt mir auf jeden Fall in die Kommentare, wie ihr das so findet. Und jetzt viel Spaß beim Video. Eine Sache hatte ich noch vergessen. Falls euch so eine Art Content gefällt, also einfach mal Inspirationen kriegen, wie wird's gemacht und so weiter, dann verlinke ich euch auch meinen Instagram-Kanal, weil dort poste ich eigentlich jeden Tag, was ich so esse, was ich so mache. Und wenn es euch interessiert, schaut da auf jeden Fall gerne vorbei. Und viele von den Rezepten, die ihr gleich hier im Video seht, die habe ich auch schon mal abgefilmt. Also dazu gibt es auch schon Rezepte, die verlinke ich dann immer oben in den Infokarten. Da könnt ihr einfach draufklicken und ja, jetzt quatsch ich aber wirklich nicht mehr. Jetzt geht's los mit dem Video. Das ist mein Frühstück heute. Da wir einen Mai haben, der sich aber eher nach einem November anfühlt, habe ich heute Morgen mich für Porridge entschieden. Das ist ein Schokoporridge, da ist eine ganze Banane drin. Dann noch Erdnussmus obendrauf. Da kombiniere ich immer entweder Erdnussmus oder Mandelmus. Die haben momentan nur weißes Mandelmus und ich mag damit nur dunkles Mandelmus. Und dann einfach so eine Himbeer-Blaubeer-Mischung. Und das werde ich mir jetzt schmecken lassen. So, heute ist Wochenende und am Wochenende essen wir immer ein bisschen ausgiebiger Frühstück. Also ist dann eher wie so ein Brunch. Also für meinen Freund gibt es Brötchen. Ich verzichte ja gerade auf Gluten, das heißt für mich gibt es Reiswaffeln. Dann hatten wir gestern geröstete Süßkartoffeln im Backofen. Da habe ich einfach noch die Reste dazu getan mit Guacamole, Oliven und eine selbstgemachte Bärlauchbutter. Dann Gurken, Käse, dann sensationell gutes Rührei. Hier gibt es dann immer noch so einen Obstteller, das ist jetzt eine halbe Mango, eine Birne und so ein Kokosjoghurt. Ich finde, das in Kombination ist mega lecker. Mein Freund trinkt einen Kakao, ich trinke einen Tee und dann gibt es halt noch so Stuff, einfach um aufs Brot zu machen. Butter, Hummus, Frischkäse und da halt noch Honig, Nutella und so weiter. Genau, und das ist unser Frühstück am Wochenende. So, heute gibt es ein Frühstück für Unentschlossene. Ich hätte auf jeden Fall Lust auf so cremige Haferflocken, aber kein Porridge, sondern kalte Haferflocken. Ich hatte aber keine Overnight Oats vorbereitet. Und deswegen habe ich die erstmal in so warmem Wasser gehen lassen, dass sie weich werden. Da sind noch Leinsamen, Chiasamen drin. Dann habe ich sie erkalten lassen, habe dann Kokosjoghurt noch dazu gegeben. Und dann hatten wir noch Restobst und Restgemüse, das ist hier. Aber Restobst war noch eine halbe Birne und etwas Mango, habe ich noch oben drauf gegeben. Und ein paar Mandeln, also geröstete Mandeln zerstoßen, die habe ich auch noch oben drauf gegeben. Und dann hatte ich halt noch Bock auf irgendwas Herzhaftes, wollte aber jetzt kein Brötchen oder so essen. Wir hatten auch noch Restgemüse im Kühlschrank, also einmal geröstete Süßkartoffel und dann nochmal so eine Mini-Gurke und Mini-Tomaten, das ist Hummus. Und das werde ich dann einfach dippen und das ist mein Zwei-Phasen-Frühstück, würde ich es mal nennen. Hallo liebe Leute, das ist heute mein Frühstück. Wir haben einmal hier etwas Kokosjoghurt, dann ein selbstgemachtes Granola. Das ist super basic, da sind nur ein bisschen Kokosraspeln drin, ein paar Nüsse, Kokosöl, Ahornsirup und dann noch Beeren dazu. Ich habe heute Erdbeeren und Blaubeeren und genau, ich mache mir morgens einfach mal, da passt ein Liter rein, also ein großes Ding Wasser und das trinke ich dann den Tag über und dann fülle ich es halt immer wieder auf und habe so ein bisschen Kontrolle drüber, wie viel ich trinke. Und genau, das werde ich jetzt essen. Hallo liebe Leute, ich frühstücke heute nicht zu Hause, weil ich heute nicht im Homeoffice bin, sondern von woanders arbeite. Und oh Gott, das Glas sieht so schön aus, darf ich niemandem zeigen. Auf jeden Fall habe ich mir schon Overnight Oats gemacht. Das ist eine Vanille-Erdnussmus-Variante mit Himbeeren und Heidelbeeren drin. So, und dazu nehme ich mir aber noch so eine kleine Tupper Erdbeeren mit, die werde ich nicht klein schneiden.
und mit dem hier essen. Und das ist mein heutiges Frühstück. Hallo liebe Leute, fast hätte ich es vergessen. Das war ganz knapp. Ich habe auch nicht mehr, oh meine Stimme, es ist noch so früh. Ich habe auch nicht mehr alles da. Also einmal ist es hier so Maisbrot, glutenfrei. Davon hatte ich aber schon zwei Scheiben. Also das ist praktisch die letzte Scheibe. Zum Glück ist mir jetzt noch aufgefallen. Dann hatte ich noch ein weiteres Ei. Ist einfach gekocht, weich gekocht und dann Aprikosen und Kiwi. Also ich hatte eine ganze Kiwi und zwei Aprikosen. Also ein bisschen was davon habe ich schon gegessen. Und genau, das ist so ein richtig unspektakuläres, schnelles Frühstück, das ich mir auch öfter mal mache. Genau, und die Avocado-Creme ist einfach nur mit Zitrone, Salz, Pfeffer und ein bisschen Chili-Flocken. Die Chili-Flocken, die haben so ein Gewürz aus Amerika, Chili-Lime heißt das. Das gebe ich immer gerne noch drauf. Und genau, das war mein heutiges Frühstück. Und das gibt es heute zum Frühstück. Das ist so mega lecker. Das sind Overnight Oats, ganz simpel, nur mit Kakao und ein bisschen Fleischmilch, also so Erbsenproteinmilch. Dann habe ich noch Erdnussmus drüber gegeben, Kokosjoghurt und hier dann nochmal so Himbeeren und Blaubeeren. Ein bisschen reduziert, also gekocht, und das werde ich jetzt essen. Das ist mein Frühstück heute. So ein Omelett, was jetzt auseinandergefallen ist. Auf einem Vollkornbrot von DM, das kennt ihr wahrscheinlich, das ist dieses ganz dünne. Das mag ich sehr gerne in Kombination mit Omelette. Und das, also da sind zwei Eier drin, eine Tomate, eine Frühlingszwiebel und dann noch richtig geiler Feta. Das Ganze richtig ordentlich mit Salz und Pfeffer gewürzt und das lasse ich mir jetzt schmecken. Okay, liebe Leute, es tut mir leid, diese Aufnahme wird mit dem Handy gemacht. Aber meine Kamera hat gerade keinen Akku mehr und ich muss essen, weil ich gleich los muss. Also, wir haben heute eine Birne. Das sind diese Special-Birnen von Aldi. Diese Naturschätze, die sind mega lecker. Ich bin eigentlich nicht so ein Birnen-Fan, aber die sind richtig, richtig gut. Hier noch Messe von dem Zubereiten. Dann habe ich hier ein glutenfreies Brot. Das habe ich selbst gemacht. Das ist so ein Maisbrot, so ähnlich wie die portugiesische Broa, wo ihr auch das Rezept auf dem Blog findet. Genau, aber mit glutenfreiem Mehl dazu. Dann habe ich eine Schicht Hummus draufgegeben und dann Sumak. Das ist ein türkisch-arabisches Gewürz. Ich liebe das. Es schmeckt so ein bisschen ja, zitronig, so ein bisschen säuerlich. Und es passt einfach sehr, sehr gut mit dem Hummus. Und dann noch Gurken. Meine Gurkenbrotrelation ist eigentlich immer 1:1. Und das ist das Endergebnis, das ich mir schmecken lassen. Das ist so ein ziemlich typisches Frühstück eigentlich für mich morgens. Das ist mein heutiges Frühstück. Wir haben einmal zwei Brotscheiben mit Avocado, Tomaten, Feta und ein paar Sonnenblumenkernen drauf. Und das Brot, das heißt das Pure. Das gibt es auch bei Aldi und Lidl und das finde ich ziemlich lecker. Und dann noch eine Nektarine klein geschnitten. Und das werde ich jetzt frühstücken. Und da ist sie nochmal zum dritten Mal. Ja, ich hoffe, das Video hat euch gefallen. Wenn ja, lasst mir gerne einen Daumen hoch da und abonniert den Kanal. Ich sehe, dass super viele von euch immer wieder meine Videos anschauen, aber den Kanal nicht abonniert haben. Und ich würde euch auf jeden Fall bitten, das zu machen oder schickt das Video auch gerne weiter. Jetzt bei diesen ist es vielleicht nicht so logisch, aber bei Rezeptvideos. Wenn ihr zum Beispiel beim letzten, da ging es um das Thema Zitrone, Sommerrezepte. Wenn ihr irgendjemanden kennt, der alles mit Zitrone abfeiert, dann schickt ihm doch einfach mal die Rezeptvideos. Oder wenn jemand sagt, oh, ich habe keine Ahnung, was ich heute kochen soll, einfach Videorezepte immer hinterher. Dann kriegen die auf jeden Fall viel Inspiration. Und ja, ich wünsche euch noch einen wunderschönen Tag und bis nächste Woche.